Ahoi, was geht ab, Leute? Hier mit einem späten Start. Hat heute echt eine Menge Arbeit. Ich erzähle euch mal ein bisschen was, weil viele haben jetzt auf der Tour gefragt: Hey Junge, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Also, was arbeitest du? Weil ich war jetzt einfach so 3-3,5 Wochen unterwegs. Ich habe trotzdem gearbeitet. Unter anderem arbeite ich für so eine Nachrichtenagentur. Da mache ich jeden Morgen ein paar Clips für die. Und pro Clip werde ich halt bezahlt. Also Freelance, bei Mitarbeit. Und ja, bei denen läuft's. Die kriegen in letzter Zeit mehr Aufträge. Normal mache ich das 1 bis 2 Mal die Woche, aber in letzter Zeit, seitdem ich zurück bin, eigentlich so 2 bis 3 Mal die Woche. Und normal mache ich immer 2 Clips, aber in letzter Zeit, wie gesagt, läuft es bei denen und dann mache ich sogar manchmal 3 Clips. Und die haben jetzt einen neuen Auftrag einbekommen von RTL 2. Irgendwas mit Köln 50, irgendwas und Berlin Tag und Nacht. Da habe ich auch schon ausgeholfen und da werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit auch ein bisschen mehr was machen. Zu den 2 Serien. Und dann hatte ich ja letztens dieses Bewerbungsgespräch, wo ich den Auftrag für meine normale, richtige Arbeit, Agentur, reingeholt habe. Ja, da hatte ich heute so den ersten offiziellen Tag. War stressig, war anstrengend. Alter, 17 Uhr, ich war immer noch nicht fertig. Dann bin ich einfach aufgestanden. Also, was heißt aufgestanden? Ich habe das von zu Hause gemacht. Dann bin ich einfach gegangen, erstmal raus. Muss später dann auch die Sachen zu Ende machen. Aber ich hoffe, das lag nur daran, dass es halt der erste Tag war und ich mich noch einarbeiten muss. Dementsprechend später Start. Musste ich nachholen, indem ich jetzt eine Busrunde gedreht habe. Sehr effektiv und habe da die ganzen Geschenke für meine Freunde gesammelt. Eine Runde und ich war eigentlich fertig. Ich habe noch vor, so einen Munich-München-Guide zu machen. So wirklich komplett, was man in München machen kann und muss und wo die besten Spots sind. Also alle Infos über München, die ich halt gerne von anderen Städten gehabt hätte, beziehungsweise selber sammeln musste, die Erfahrung, als ich vor Ort war. Wirklich so eine Anleitung, so ein Guide, was ihr alles hier in München machen könnt. Die Hotspots, die Nester, die besten Routen zum Farmen, die besten Busse und Straßenbahnen, um hier Stops abzuklappern. Wirklich so ein kompletter Guide, inklusive dem Bus, mit dem ich gerade gefahren bin. Das wird auf jeden Fall noch, ich hoffe, demnächst kommen. Und jetzt mache ich noch schnell ein paar Arenen. Und was sehr komisch ist, also ich habe jetzt leider, also ein paar Kollegen waren bei einem Onyx-Nest. Das soll richtig krass gewesen sein. Die haben auch beinahe alle einen Shiny bekommen. Das Nest ist leider nicht mehr da, weil Chicago Go Fest angefangen hat. Chicago Go Fest geht ab. Jigachi ist am Start, coole Quest, Shiny Sepa, sogar Shiny Abra überraschenderweise und Blumenkranz Evoli, was natürlich eigentlich sehr, sehr selten ist, vor allem für die Living Decks Shiny Sammler. Die brauchen ja Blumenkranz Evoli, Blumenkranz Flamaga, Blumenkranz Aquana und so weiter, jede Entwicklung. Das ist eine gute Chance für die und eigentlich sollte Sepa weltweit auch verfügbar sein, aber spawnt eigentlich nicht. Es spawnt ganz verrückte Sachen. Schnäppke, Walmer, die Geister zu Birgis, Drifflon, Kleinstein zum Beispiel, ich schau mal hier drauf. Also echt komische Sachen, nur kein Sepa. Was nicht schlimm ist, weil ich brauche noch Walmer und Kleinstein und Schnäppke Shiny und Drifflon. Aber was ich gerade im Bus bekommen habe, ich hoffe ihr seht das, es spiegelt hoffentlich nicht. Shiny Traumvogel, sehr nice. Ja, ich mache jetzt ein paar Arenen und dann schauen wir mal, was so geht. Wie gesagt, ich bin in Eile, ich muss die Zeit nachholen. So, ist der nächste Morgen. Wir waren live. Ich hole mir erstmal die Belohnung ab. Sinnoh-Stein. Kann ich gebrauchen, denn ich entwickle alle Sachen weg für EP. Sprich, alle Bonbons müssen weg von Griffel, Kramurks. Kramurks über 10.000. Griffel auch durch das Event 4.000, 5.000, 6.000. Bonbons gehabt. Kriegen wir einen Shiny außer Latias? Nee. Schade. 1556. Hatte ich den letztes Mal schon? Bam! Gefangen. Ich check mal ganz kurz die IV. Nee. Und wir schauen uns um. Die Anzahl der Sepa ist gestiegen. Eigentlich müsste hier einer sein bei mir. Schade, auf der anderen Seite. Anzahl der Sepa ist gestiegen. Ich war gestern live, Titel des Livestreams, habt ihr heute schon einen Shiny gefangen? Weil gestern, ich habe so viele Nachrichten bekommen, beinahe jeder hat einen Shiny gefangen. Und dann heute Abend habe ich so Nachrichten bekommen, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben manche gefangen. Also momentan echt eine klasse Shiny-Rate. Mein Kleiner hat auch ein Pokémon angeklickt und auch Shiny Traumvogel bekommen. Also momentan lohnt es sich echt rauszugehen und zu zocken. Die ganzen Sachen sind erhöht, die Shiny sein können. Was mich auf ein altes Video zurückbringt. Uff. Ist schon. Also das war vor der Tour. Mal schauen, ob ich das irgendwo noch finden kann. Ah, hier.
vor einem Monat ungefähr, müssen Shiny Pokémon selten sein. Das war so eine revolutionäre Theorie von mir, wo ich meinte, zumindest in Pokémon Go nicht, weil so wie Niantic mit den Shinies umgeht und wie Niantic die Shinies ins Spiel bringt und die Tatsache, dass es eigentlich kein Content gibt und die Shinies als Content verschleiern. Also generell vielleicht in den normalen Spielen macht es Sinn, dass Shinies selten sind oder sogar extrem selten. Aber in Pokémon Go, so wie Niantic das macht, mit der ganzen Strategie, macht es halt meiner Meinung nach null Sinn. Ja, und revolutionäre Theorien, die finden am Anfang nicht viel Anklang. Auch da in den Kommentaren habt ihr eure Meinung abgegeben und die Mehrheit war halt dafür, dass Shinies selten sein sollten. Und jetzt schaut man sich halt um, die ganzen Nachrichten, die ganzen Gruppen, die ganzen Leute, wie sie sich freuen, wie gehypt sie sind, weil sie halt die ganze Zeit und überall so viele Shinies bekommen. Ich sag ja auch Seedays und so, die Leute wollen die Shinies, freuen sich über die Shinies. Die Shinies müssen nicht selten sein, zumindest in Pokémon Go, weil das ist vom Prinzip her, Konzept her ganz anders. Hat Niantic halt einfach jetzt so in eine ganz andere Richtung geschoben. Aber es haben so viele kommentiert, nee, Shinies müssen selten sein, die müssen einen Reiz geben und so. Der Reiz ist jetzt da. Man will alles haben, man will viele Shinies haben. Der Reiz ist jetzt da und die Motivation rauszugehen und eine Menge zu zocken. Das war so ein Nachtrag zu dem Video. Geht's raus, zockt, schnappt euch ein paar Shinies. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.